So Leute, willkommen zurück zur Tea Time und lasst uns eine Bostoner Revolution bringen. An diesem Freund sind wir ja jetzt ein bisschen gescheitert. Vielleicht hilft uns jetzt mit anders arbeiten. Vielleicht hilft es mit der anderen Einstellung. Dass du vielleicht nicht ganz so scheiße bist. Jedenfalls geht das schon mal schneller von der Hand, das muss man ihm lassen. Vielleicht wäre es vielleicht noch eine Idee, den Sound ein bisschen leiser zu stellen. Ich weiß es nicht, ich habe es die ganze Zeit. Ihr schreibt mir am besten dann in den Kommentaren, wie es sich dann für euch anhört. So, jetzt ist mir kurz Atempause reingekommen. Ich war jetzt ein bisschen leise, habe mich daran gehalten, dass ich mal ein bisschen schneller den Teeschurken da niedermetzel. Und war deshalb auch ein bisschen leiser. Und jetzt kommt nochmal die Konzentration, weil jetzt sind es ja zwei von der Sorte. Oder kann ich den einen von hier schon ein bisschen ausschalten? Das wäre awesome, nämlich da muss ich mich nämlich nur mit einem rumprügeln. Was für eine feige Sau. So, genug Tea Time, Leute. Der Teezeit, es ist nicht mehr 5 Uhr Glock. Das Fundbüro. Der Name klingt ja einladend. Aber ich schaue noch erst, was hier hinten ist. Weil wenn hier hinten schon das Fundbüro ist, dann anscheinend ist hier hinten nichts. Na, dann die Ente. Es ist kein 5 Uhr mehr, aber die Katze hat was zu sagen. Er ist zeitbesessen. Finde ihn, oder deine Zeit könnte kommen. Er ist zeitbesessen. Finde ihn, oder deine Zeit ist gekommen. Also das ist kein Rätsel, Abstauben, Leute. Abstauben, Mädchen. Der Hutmacher soll dich doch von deiner besten Seite sehen. Das ist der Hutmacher und nicht der Papstkatze.
So, einmal nach oben, bitte. Perfekto. Na gut, ich habe es jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt den Schwierigkeit ja auch leichter eingestellt und den lasse ich jetzt, glaube ich. Weil gegen die 10 Kannen will ich nicht nochmal mit dem machen. Ja, da oben ist anscheinend noch was. Weil wenn hier schon weiter rausgeht, dann muss da oben doch noch was sein. Da sieht man, dass ich Alice nicht lange mehr gespielt habe. Aber ein bisschen auf uns kommt noch ein bisschen was zu, das weiß ich auch so. Dass es da noch zur Sache geht. Aber trotzdem schaue ich dahinter, was da hinten noch oben ist. Und zick, 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 ja. Agaka, agaka. Es würde mich ja schon interessieren, was da oben ist. Nämlich nichts. 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 Hubschrauber runter machen. Gut. Okay, das habe ich vergessen. Wasserfälle können tödlich sein für Alice. Vor allem welche, die Schokolade oder Tee machen. Oder Schokotee. Na gut, es gibt auch Schokoladenbier. Japan hat es erfunden, ist kein Witz, es gibt Schokoladenbier. Es wird dort in einem Becher aus Schokolade serviert und getrunken. Es ist kein Witz, Leute, googelt's nach. Es gibt bei denen auch Tomatenbier. Oder, und das hat eine Umfrage bewiesen, die haben halt verschiedene Biersorten aus Japan zum Probieren gebracht. Und ja, darunter war auch ein Bier. Was den Deutschen am meisten geschmeckt hat, war ein Bier. Das hat es ein bisschen gehängt bei mir. Entschuldigung. Rep. Haha. Wie gesagt, gab es ein... Moment einmal, hier geht es doch aus dem Hutmacher. Hier geht es dann auf der anderen Seite noch hin. Ja Leute, der Jack tut sich vorher ein bisschen schlau machen. Tut sein altes Eiergedächtnis drauf machen. Aber wo wollte ich hin? Das Bier aus Japan. Ein Bier aus Japan. Nichtsdestotrotz ein japanisches Bier. Von einer japanischen Bierfirma. Da unten geht es nirgendwo hin. Schweinerei. Ich bin doch klein. Nein, jetzt bin ich klein. Ah, so eine Flasche. So eine Flasche geht's dahin. So eine Flasche. Aha. Goldig. So, lasst mich raten. Unsichtbare Plattform. Eine schlimmere Bestrafung gibt's nicht. Unsichtbare bewegliche Plattform. Jedenfalls kann ich die Goldzähne als Orientierung nehmen. Na, jetzt bin ich vorbeigesurft, genau, oder? Und da oben ist die Flasche. Die Flasche. Ich müsste jetzt... Oh, das hasse ich an unsichtbaren Zeugs. Wie gesagt, Leute, es wird kein komplett ran. Und das Fundbüro werden wir uns später widmen. Weil die Folge, aber ich komme jetzt nicht mehr auf meine Straße zurück. Wo war ich denn jetzt? Genau, japanisches Bier. Und das ist kein Scheiß. Sie haben den Leuten angeboten. Ach, Kinder, Kinder, ich lasse es die Flasche da aus. Habe ich eigentlich genug für ein Upgrade? Nein, 4, 7, 5. Braucht man, da fehlen noch 25. Wie gesagt, ein japanisches Bier.
haben die Leute da gekommen, die Leute auf der Straße von Deutschen, und sie haben halt verschiedene Biere produziert. Ein Beispiel, was ich noch teils, was dabei war, war ein Teebier. Das konnte man in grünen Tee, im weißen Tee, in Schwarztee, in Früchtetee, die ganzen China-Teesorten halt zu sich selber rühren. Und es gab auch Schwarz. Na, ich rutsche noch nicht weit, ich pausiere, um euch das zu fertig zu erzählen. Jedenfalls gab es da noch Bier, wo es waren ein Bier aus. Man muss es sich so erklären. Es war ein Bier, das ein Elefant genommen hat. Also das Bier waren Kaffeebohnen, war aus Kaffeebohnen, die ein Elefant gegessen hat und ausgeschissen hat. Ein scheiß Elefantenscheiß-Kaffeebohnenbier. Und das hat den Deutschen am besten geschmeckt. Interessant. Das heißt, ich finde, das haben sie aber nicht in München gehabt. Wer weiß, was Berliner und so alles in ihr Bier reinschütten. Sollte jemand das sich jetzt Sollte sich da jetzt jemand als Berliner angegriffen fühlen, kann er gern eine Beschwerde an lappen.lappen@lappen.lappen.de schenken. Du Lappen. Aber wir sind noch nicht beim. Was ist das? Uhrwerkbombe. Ein Bäumchenhammer. Einige Wände und Böden sind dünn und können zerstört werden. Platziere die Uhrwerkbombe an der schwachen Struktur. Zünde die Uhrwerkbombe, um die Struktur zu zerstören. Und es sieht ungefähr so aus, Leute. Die haben auch halt ein spezielles Gewicht, zum Beispiel. Man kann sie auch zum Leute abknallen, zum Leute springen benutzen. Jedenfalls Elefanten ausgeschissene Kaffeebohnen ausgeschissenes Bier war der Stichpunkt. Und ja, das hat den Deutschen am besten geschmeckt. Das Bier, was mich eigentlich interessiert, war, wäre eigentlich dieses Schokobier. Es ist eigentlich schon komisch, dass ich wie auf Tee, wie ich von Tee auf Bier komme. Das nennt sich bayerische Gene. Ich bin Bayer, Leute. Ich kann nichts dafür. Fundbüro. Da gehen wir ja immer richtiger. Dann sind wir doch im Fundbüro dann am Samstag. Fundbüro. Schreibt man Fund wirklich so? Ja, stimmt. Ich war mir jetzt gerade bloß nicht sicher, wie man Fund wirklich schreibt. Und was ist das für eine Tür? Das, Freunde, ist eine Weltentür. Würde ich es jetzt nennen. Die Viecher haben auch einen offiziellen Namen. Aber ich nehme das als Weltentür. Integrieren. Wollen wir uns diesen Schock noch antun? Die Uhr sagt ja. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. Ein Schlüssel. Die Köpfe von Brandstein und Schindler, bevor sie angreifen, weiche ihnen aus. No shit, Sherlock, mein Freund. Naja, das Besondere, was ich an diesen Türen empfinde. Verfall. Bei geringen Gesundheiten hat Alice die Möglichkeit, in Hysterie zu verfallen. Das ist was? Verfalle in Hysterie, indem du Enter drückst. Im Zustand der Hysterie kann Alice nicht verwechseln und richtet mehr Schaden an. Aber Vorsicht, Hysterie ist zeitlich begrenzt. Drücke LS. Das ist die Hysterie, zum Beispiel der Göttermodus.
nett, oder? Nicht wahr? Den haben wir jetzt ständig bei uns. Und wir können unsere neue Waffe, unsere Urbombe zum Beispiel auch als neue Waffe verwenden. Sie wird halt dann von Gegner angegriffen. Und wir können dann den Witz machen. Na, der ist dazu. Wir können zum Beispiel die Uhrenbombe dann nutzen, um zum Beispiel neue Schabernecke zu treiben. Gut. Wir rüsten die Pfeffermühle auf. Und bekommen eine neue Pfeffermühle. Was heißt der neue Pfeffermühle? Ja, sie hat ein neues Design. Und jetzt kommen die Schalter auf. Wie neue Pfeffermühle? Wir haben ein neues Design, nämlich der Pfeffermühle erhalten. Unsere Gewürz-MG ist bereit. Und sie feuert auch. Und sie hat. Und wir haben jetzt ein bisschen mehr, wie nennt man jetzt da? Körner, Munition. Aktiviere, indem du Ziel drückst. Aha, schieße auf den Schalter. Wenn er rot ist, wird der grün, ist er aktiviert. Sehr interessant. Bip. Geiles Geräusch. Bip. Bip. Da, was sagst du dazu? Bip. Hm, interessant. Ach, nein. Oh. Böser Traum. Nein. Schlimmer Traum. Was? Schlimme gute Nacht. Hutmacher, ich hatte dich zwar in erbärmlichem Zustand verlassen, aber was, nicht was? In Einzelteilen. Oh, du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen aber fehlt mir fehlen kaum. Was passiert ist? Solltest du besser wissen als ich, das ist immerhin dein Platz. Mein Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Ach, das ist los. Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch, runter den Schlundern, dann die Eingeweide winden. Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensupperich die Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam. Das Licht grell. Der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher. Ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nichts für ungut. Und das Ärgste. Ich habe keinen Tee mehr. Oh. Tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den Rest erledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt. Tja, Leute, das Rätsel ist gelöst, wer hier das Sagen hat. Das ist nämlich der Hutmacher. Eine bemitleidigsten Kreaturen. Ich finde sie ehrlich gesagt geil. Alice hat ja schon angedeutet, sie musste im ersten Teil gegen den Hutmacher kämpfen. Aber nichtsdestotrotz ist der Hutmacher eigentlich eine der geilsten Figuren aus Alice im Wunderland. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Auch wenn sie mich hassen würde, heute ist schon mal wieder Part vor Ende, weil wie es mit dem Hutmachers Beinchen und Ärmchen weitergeht und mit seinem Hütchen, mit seinem schönen Zylinder, das sehen wir erst leider im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen, traumhaften Tag. Hutmacher, wink mal. Ich weiß, ich bin gemein. Und sage Wiederschauen, reingehauen und Servus.